Hi, der David hier aus dem Body Power Studio in Weißenturm. Ja, und herzlich willkommen zu meinem Bodybuilding ABC. Und wir fangen an heute mit dem A, wie Armumfang, nein, wie Aminosäuren natürlich. Aminosäuren sind ja lebenswichtig. Ja, wie ihr mich kennt, so mein Kanal hier, ich versuche immer das Ganze so pragmatisch wie möglich darzustellen. Deshalb werde ich nichts erzählen von, was weiß ich, Peptidbindung, Biosynthese, Proteinogene, Aminosäuren. Wer sich dafür interessiert, kann auf Wikipedia selber nachlesen. Was ich immer versuche zu machen, ist, das darzustellen, was wirklich wichtig ist. Also man muss wissen, logischerweise, man braucht Aminosäuren. Proteine, Körperprotein besteht aus Aminosäuren. Man muss genug Protein essen, damit der Körper daraus die Aminosäuren aufspalten kann, die er braucht und noch wieder zu körpereigenem Protein zusammenbauen kann. Und ja, was eben dann viele interessiert im Bodybuilding, im Sportkontext, ist, brauche ich Aminosäuren? Welche Aminosäuren sind wichtig? Deshalb habe ich mal so die gängigsten, ja, werde ich mal kurz vorstellen. Da gibt es halt diese BCAAs zum Beispiel. BCAAs gibt es in Pulverform, in flüssiger Form, in Kapselform, in Tablettenform. Werde ich oft gefragt, was ist die beste Form? Und prinzipiell ist das so ein bisschen wie, ja, wenn mich jemand fragt, soll ich mein Hühnchen mit der Gabel oder mit dem Löffel essen? Das ist eigentlich relativ egal. Abgesehen vielleicht von den Tabletten. Aber wenn der Wirkstoff in Ordnung ist, dann ist die Darreichungsform zweitrangig. Also wer das als Pulver nehmen will, hat die günstigste Variante. Ist ein bisschen einfacher in der Herstellung als zum Beispiel die Kapselherstellung. Deshalb ist Pulver in der Regel das günstigste. Pulver ohne Geschmack, ohne Süßstoff, ohne alles. Schmeckt aber ein bisschen ekelhaft. Deshalb nehme ich dann in der Regel die Kapselform. Die lösen sich schnell auf. Und da ist eben auch der pure Wirkstoff drin, die puren BCAAs zum Beispiel. Und ich habe nicht diesen ekelhaften, bitteren Geschmack. Sowas hier schmeckt ganz gut. Muss man eben dann wissen, ob man dann wieder entsprechend die Süßstoffe und so weiter haben möchte. Ansonsten BCAAs ist so ein Klassiker im Supplement-Bereich, gehört auch zu den Supplements, die ich immer empfehle und auch selbst regelmäßig eigentlich vor und nach jedem Training konsumiere. Dann, was ich noch mag an Aminosäuren, ist sowas hier zum Beispiel. So ein Arginin, das hier ist Arginin-Alpha-Ketoglutarat. Manche sagen, das HCl, also Hydrochlorid, wirkt besser. Manche sagen, das AKG wirkt besser. Kann man für sich ausprobieren. Kann man in dieser flüssigen Form nehmen. Ist ein bisschen ja, teurer natürlich auf die Dauer. Das günstigste auch hier ist Pulver. Das schmeckt allerdings extrem ekelhaft bei Arginin. Da würde ich dann zu Kapseln raten. Arginin sorgt für eine Gefäßerweiterung, also eine Vasodilatation heißt das. Das bewirkt beim Training einen besseren Pump, eine bessere Durchblutung. Inwieweit das jetzt groß Muskelwachstum bringt, sei mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Also ein guter Pump ist ja ein Bestandteil von einem guten Training und gibt dann halt auch entsprechend Motivation, vielleicht einen Ticken härter zu trainieren. Und dadurch hat man dann auch längerfristig einen besseren Trainingseffekt. Ansonsten würde ich sagen, Arginin hauptsächlich psychologisch und für den Spaß, aber funktioniert auf jeden Fall. Nehme ich sehr gerne. So, warten, bis der Zug vorbei ist. So, was es sonst noch so gibt, was man so als klassisch Aminos bezeichnet, sind eben ist ein Molkehydrolysat in der Regel in Tablettenform. Das hat vor allem den Vorteil, dass es ist im Prinzip ein komplettes Protein, was eben schon aufgespalten ist und somit etwas schneller aufgenommen wird als ein Protein. Ansonsten, von der Priorität her, wenn mich jemand fragt, bei Supplements ein gutes Eiweiß, BCAAs und dann kommt eine Weile nichts und dann käme eben vielleicht so ein Arginin, wenn man da Spaß dran hat. Dann gibt es noch zig andere Aminosäuren, die den Schlaf verbessern oder die Stimmung verbessern oder dies, das, aber das sind dann wirklich Spielereien. Nochmal, ich versuche mal alles keep it simple and stupid zu halten. Fürs Bodybuilding relevant, letzten Endes ist vor allem, wie viel Eiweiß man isst und da sind, also bei einem guten Eiweiß, sind alle Aminosäuren drin, die man so braucht. Und ja, damit ist eigentlich zum Thema Aminosäuren, Buchstabe A,
soweit, glaube ich, alles gesagt. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare posten. Und sehr gerne auch das Video liken, teilen, den Kanal abonnieren, die Glocke anklicken und ganz viel Aminosäuren essen. Bis zum nächsten Video. Ciao und guten Pump.